Wort weitergeben an Jan Blacke. Lieber Jan, ich freue mich, dass du bei uns bist. Du hast jede Menge Arbeit als IFORM-EU-Präsident, jetzt noch als Vorsitzender des GAP-Beratergremiums, wenn ich es richtig ausgedrückt habe, als Bioland-Präsident. Das heißt, du bist ständig, immer und überall unterwegs und wir treffen uns ja recht häufig an unterschiedlichen Orten und ich schätze es immer sehr, mit welcher Kompetenz und welchem Wissen er da ausgestattet ist und wie er da professionell in diese Verhandlungen geht, ohne sich da ins Boxhorn jagen zu lassen. Also ganz herzlichen Einsatz für deinen, herzlichen Dank für deinen Einsatz in der, für die Ökobranche, für gute Lebensmittel und du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Christoph. Bevor ich zur Kirchberger Erklärung und unseren Grundaussagen komme, sei mir erlaubt, einen Gedanken hier auch zu verbreiten, dass das, was wir hier gestern und heute diskutiert haben, nicht nur hier in Kirchberg stattfindet, sondern an ganz vielen Orten in ganz Europa. Wir haben von der europäischen Biobewegung die letzten 5 Jahre ganz intensiv diskutiert, wo wollen wir hin, was ist die Vision, was ist auch die Strategie, um die Vision zu erreichen von der europäischen Biobewegung. Die Vision ist vor 2 Jahren in Lettland, in Riga, verabschiedet worden und ist auch von manchen gar nicht, gerade hier in Deutschland, nicht so wahrgenommen worden. Was die Bewegung in Workshops, wir haben hunderte von Workshops, Treffen in ganz Europa gemacht, über 3 Jahre lang. Und was rauskam, war eine ganz klare Antwort und auch eine Verpflichtung, auch für mich als IFORM-EU-Präsident jetzt, die umzusetzen. Und das ist die Aussage, dass Bio oder eben nach Bio-Prinzipien bewirtschaftete Fläche bis 2030 auf 50% der gesamten Fläche Europas stattfindet. Und das ist mal ein Beschluss, das ist eine Ansage gewesen, wo auch hinterher, also wie gesagt, das hat nicht hier in Deutschland stattgefunden, sondern von Schweden bis Griechenland. Weiß viele, noch viel mehr als in Deutschland, einfach als Notwendigkeit erleben, dass diese Transformation stattfindet und dass wir uns nicht in der Nische bewegen wollen. Aus dieser Vision ist dann die letzten 2 Jahre eine Strategie entstanden, die im Wesentlichen 3 Bausteine beinhaltet und an diesen Bausteinen haben wir hier vielleicht auch gar nicht bewusst, eher unbewusst, ganz praktisch gearbeitet. Der erste Baustein heißt Organic on Every Table. Also das Selbstverständnis, dass Bio kein Luxus ist, sondern auf jeden Teller in ganz Europa gehört. Der zweite Baustein heißt Inspire, Improve und Deliver. Dass wir als Biobewegung natürlich andere inspirieren wollen. Dass wir ein offener Gastgeber der Transformation des Wandels sind und dass wir nicht ein Bild vermitteln wollen, das Boot ist voll und die Zukunft ist bei uns jetzt schon gemacht, aber leider haben wir keinen Platz mehr. Und dass wir selber auch wissen, dass wir uns ständig weiterentwickeln wollen und dass wir liefern müssen, um die Erwartungen auch zu erfüllen. Und der dritte Baustein, und der ist auch europaweit die gleiche intensive Diskussion wie die letzten 2 Tage hier, heißt Fair Play und Fair Pay. Also dieses ganze Thema, wie man in der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten kann, wie man sich so verbünden und vernetzen und kooperieren kann, dass man die unterschiedlichen Stärken in der Wertschöpfungskette ausspielen kann, anstatt sich gegenseitig auszuspielen, das wird auch von der gesamten europäischen Bewegung geteilt. Insofern bin ich auch jetzt hier als europäischer Botschafter dankbar und stolz für die Initiatoren und für diese Tagung und gleich auch für die Kirchberger Erklärung, die wir ins Englische übersetzen sollten, um auch unseren europäischen Kollegen diesen Mut zu machen, von dem Alexander Gerber gerade gesprochen hat. Die Kirchberger Erklärung beruht auch in der Genese jetzt dieser Veranstaltung auf einen Impuls von Rudolf Bühler zurück, der gesagt hat, als wir das mal eben anfangs diskutiert haben, die Idee, das soll jetzt nicht nur ein Treffen, wo die neuesten Werbetechniken ausgetauscht werden, sondern hier von dem Schloss Kirchberg soll auch ein politischer Impuls in die Biobewegung und weiter darüber hinaus ergehen und an dem sollen wir uns auch messen in den künftigen Jahren auch weiterarbeiten. In dem Sinne haben wir jetzt versucht, im Autorenteam gestern Abend und heute früh die Impulse, die aus den Workshops gekommen sind, die in den Vorträgen da waren, die in den Zwischengesprächen waren, zusammenzufassen und die sollen jetzt heute Mittag auch veröffentlicht werden.
Ich verlese die jetzt. Kirchberger Erklärung. Auf den Kirchberger Öko-Marketing-Tagen hat sich die Biobranche getroffen, um sich als lebendige Bewegung mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen und gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Wir sind die Generation der Verantwortung. Wir handeln jetzt in der Klimakrise. Das Jahr 2018 hat uns die verheerenden Folgen unseres bisherigen Wirtschaftens vor Augen geführt. Wir stehen am Scheideweg für viele globale Fragen. Auf den Schultern unserer Generation lastet eine große Verantwortung, unsere natürlichen Lebensgrundlagen für die nachfolgenden Generationen jetzt zu sichern. Daraus ergeben sich für alle Menschen bedeutende Chancen für wichtige Veränderungen. Der Ökolandbau und die Bio-Lebensmittelherstellung sind schon heute eine in der Breite anwendbare Lösung für dringende Zukunftsfragen. Das haben viele Menschen erkannt. Bio ist mittlerweile zu Recht zum Mainstream geworden. Immer mehr Menschen nehmen durch einen bewussten Einkauf von Bio aktiv an diesem Umbau und an der positiven Veränderung teil. Bio, also die Überschriften sind auch immer hier dargestellt, Bio macht Nachhaltigkeit marktfähig. Ziel unserer Generation muss es sein, das Gemeinwohl und den Schutz unserer Lebensgrundlagen in den Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns zu stellen, nicht das individuelle Gewinnstreben. Daher ist das Wachstum der Biobranche auch kein Selbstzweck. Ziel ist es vielmehr, den Nutzen und die Vorteile für Umwelt und Gesellschaft zu verbreitern. Bio macht Nachhaltigkeit und Vielfalt in der Tiefe und in der Breite marktfähig. Es unterstützt dadurch wesentliche politische Ziele mit lebendiger Innovation, Begeisterung und Mut. Den dadurch zunehmenden Wettbewerb in der Biobranche wollen wir hingegen als einen Wettbewerb um die beste Leistung für Mensch, Umwelt und Mitgeschöpfe begreifen. Ernährung ist mehr als satt zu werden. Essen zu Hause oder außer Haus ist mehr als satt zu werden. Mit unserer Ernährung sind wir Teil der natürlichen, wirtschaftlichen und sozialen Kreisläufe. Zu unserem Verständnis eines guten Lebensmittels gehört daher mehr als die Abwesenheit von Schädlichem. Gut bedeutet Nachhaltigkeit und Biodiversität vom Acker bis zum Teller, Genuss und Nährwert, Vielfalt, Auswahlmöglichkeit und fair gestaltete Wertschöpfungsketten. Den Teufelskreis der Rationalisierung, wachse oder weiche, wollen wir in der Landwirtschaft und im Handwerk durchbrechen. Mainstream heißt nicht Masse, sondern massenhaft Verantwortung zu übernehmen. Immer mehr Menschen erkennen die Notwendigkeit zu Veränderung und fordern einen Paradigmenwechsel unseres Wirtschaftens ein. Sie bilden die treibende Kraft dafür, dass Bio zum Mainstream geworden ist. Für sie ist Essen Teil ihrer Identifikation und ein politisches Statement zugleich. Für uns landwirtschaftliche Erzeuger, Lebensmittelverarbeiter und Händler entsteht daraus sowohl eine Chance als auch eine Verantwortung. Wir sehen uns vor allem in der Pflicht, die Information der Menschen zur Wirkung ökologischer Produktion auf Natur, Umwelt, Gesundheit und Tierwohl zu verstärken und sie den sich wandelnden Kommunikationswegen anzupassen. Also mit den neuen Medien eine direkte und individuelle Vernetzung zwischen Erzeugern, Verarbeitern und Verbrauchern herzustellen. Zur Verantwortung der Biobranche gehört es aber auch, transparente und faire Handelsbeziehungen über die gesamte Wertschöpfungskette zu gestalten. Marktmacht darf nicht zu Lasten der schwächsten Glieder ausgenutzt werden. Dies bedarf erweiterter Regeln der Biobranche über Erzeugung und Herstellung hinaus zur Entwicklung starker Wertschöpfungspartnerschaften. Und zum Schluss eigentlich die wesentliche Aussage: Nachhaltig handeln darf kein Luxus sein. Die Politik muss ebenfalls ihren Beitrag zum ökologischen Umbau leisten. Wir fordern die Politiker auf, die Dynamik des wachsenden Biomarktes und die Kreativität seiner Akteure für eine mutige und wirksame Transformation hin zu einer nachhaltigen Ernährungswirtschaft zu nutzen. Der Staat selbst muss dabei Vorbild sein in seinem Handeln. Mit einem verpflichtenden Mindestanteil an regionalen ökologischen Lebensmitteln in der öffentlichen Verpflegung wird beispielsweise staatliches Handeln erst glaubwürdig. Aber allen voran muss die Politik es schaffen, die Regeln unseres Wirtschaftens zu verändern. Verantwortungsvolles Handeln muss sich für Erzeuger, Verarbeiter, den Handel und für alle Menschen auch wirtschaftlich lohnen. Durch einen Umbau der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, über das Beschaffungswesen bis hin zum Steuersystem braucht es deutlich mehr wirtschaftspolitische Anreize zur Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft in der Breite. Gemeinwohl muss die Triebfeder für wirtschaftliches Handeln sein. Starke Wertschöpfungspartnerschaften im Ökomarkt sind dafür
ein sehr guter Anfang. Kirchberg am 13. November 2018. Vielen Dank.